Sie ist eine dieser neuen Stimmen, die wir hier präsentieren im Tandem Talk. Ich bin Julian Duplay und du bist Felicia Lu. So ist es. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Wir wollen dich kennenlernen. Ich will, dass wir alle 20 Fragen in 2 Minuten schaffen. Dein Spitzname ist Fee. Welche Zauberkraft hättest du gerne? Fliegen. In welchem Hogwarts-Haus wärst du in Harry Potter? Slytherin. Was? Das ist ja... Ich habe den Test gemacht, ich weiß es. Ach so, du weißt es sogar. Ich bin Ravenclaw. 80% gut, 20% böse. Was wäre in Hogwarts dein Lieblingsfach? Dunkle Magie wahrscheinlich, tatsächlich. Okay, ich ruck kurz ein bisschen weiter rüber. Aber wir bleiben bei Filmen. Wenn du eine Disney-Figur adoptieren müsstest, welche Figur wär's? Pluto. Am liebsten schreibe ich hier Songs. Bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Die Quadratwurzel aus 16. Ist 4. Mein erster Crush, ist deiner? Harry Styles. Oder nein, eigentlich ganz früher war es Peter Pan. Peter Pan, schön, kann schön fliegen. Welches Wort benutzt du ständig? Oft. Meine Lieblingsboy- oder Girlgroup der 90er Jahre? Backstreet Boys. Backstreet's back, alright. Entweder oder, blau oder braun? Blau. Bad Hofgestein oder Wien? Wien. Twitter oder Tinder? Twitter. Okay, es hat noch niemand Tinder gesagt, das lügen alle hier. Scrubs oder Grey's Anatomy? Scrubs. Buchstabier Felicia Lu rückwärts? U-L-A-I-C-I-A, nein, falsch, E-F. Lebenslang Chipspulver an den Fingern oder rückwärts gehen? Rückwärts gehen. In meinem Kühlschrank ist immer? Butter. Dein Gefühlszustand gerade? Glücklich. Das freut mich. Deine letzten Worte? Hallo. Hallo? Bevor du gehst? Das ist ja umgekehrt, oder? Sehr schön. Du hast das wirklich, ich glaube, bis jetzt das Einzige geschafft. Gratuliere. Yes. Felicia, du hasst Reden. Du liebst Singen. Zumindest war das früher so. Mhm. Hast du mir vor ein paar Tagen verraten. Ja. Wie kommt es, dass du früher nicht gern geredet hast? Und ist das mit ein Grund, warum es dich zum Singen getrieben hat? Im Kindergarten, das ist ganz lustig. Ich habe die ersten Monate kein einziges Wort mit den Kindergartentanten, ich weiß gar nicht, ob man das so sagt, gesprochen. Ja. Kein einziges Wort. Und habe früh mit Schauspiel angefangen und Tanz und hatte dann meine erste Hauptrolle als der kleine Prinz und musste da zwangsweise sprechen. Und das war für mich eigentlich gar kein Problem. Und dann haben mich meine Kindergartentanten zum ersten Mal reden und singen hören. Was ich an dir mag, oh je. Wieso, oh je, ich sag was Nettes, ja, stimmt eigentlich. Okay. Ist deine Ehrlichkeit. Hm. Auf deinem Kanal sprichst du auch sehr ehrlich über deine Sachen. Erstens sagst du, dass du Reden nicht so gern gemacht hast früher und dass du zu oft lügst. Ja. Finde ich schön, weil ehrlich, geht mir auch so. Hast du in den letzten 3 Minuten schon gelogen? Ja, Butter ist nämlich eigentlich nie in meinem Kühlschrank. Deswegen. Ja, ich hab irgendwas gespürt. Ja, Butter fühlt sich nicht richtig an. Ja, das war das Erste, was mir eingefallen ist. Jetzt zu deiner Musik. Dein neuer Song, der wirklich ganz frisch draußen ist, der mega ist, gefällt mir sehr gut. Den wirst du auch singen gleich, ja. Just Fine. Um was geht's? 2 Leute machen miteinander Schluss. Und die eine Person spricht über die andere und sagt immer, ja, die ist total fertig und die weint die ganze Zeit, weil sie mich jetzt nicht mehr hat. Und boah, ich sehe sie und die ist richtig fertig mit ihrem Leben. Aber in Wirklichkeit ist man eigentlich just fine. Wie würdest du sagen, schreibst du die besseren Songs, wenn du glücklich verliebt bist oder wenn es kompliziert und aus ist? Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, das Outcome ist einfach ein anderes. Ob es jetzt ein positiver Song oder ein trauriger oder wütender ist, das ist immer je nachdem, denke ich. Wir müssen noch über deine Augen sprechen. Okay. Ja, das fällt ja natürlich auf. Ich meine, das kann ja nicht echt sein, oder? Tatsächlich, ja. Es nennt sich Iris Heterochromie, ist eine Mutation der Iris quasi. Deswegen ist ein Auge dann eine andere Farbe als das andere. Du magst ein Auge lieber, weil du hast, glaube ich, gesagt... Das Braune tatsächlich. Also wirklich, das ist ja nicht so richtig braun. Es ist so ein Cut drin. Es ist interessanter als nur Blaues, schätze ich. Okay, also sorry ans Blaue. Ja. Jetzt habe ich viele blöde Fragen gestellt. Jetzt bist du dran als Gegenwehr. Wie ist deine Gegenfrage? Ich hatte mir eigentlich eine Frage überlegt, aber spontan möchte ich doch eine andere stellen. Okay, ja, passt. Und zwar, ist der obere Knopf deiner Hose geschlossen? Soll ich jetzt lügen oder nein, die Wahrheit sagen? Natürlich, hallo. Der obere Knopf ist extrem offen. Ich habe im Curry gegessen. Diese Hose ist schon 3 Jahre alt. Bei dir? Der ist tatsächlich zu. Okay, wir werden es nicht kontrollieren. Aber nicht. Ja, besser so. You will never know. Das zahle ich dir jetzt mit einem Song heim. Oh Gott. Ich habe mir ganz fiese Songs hier überlegt. Ja. Ich habe mir deine Musik angehört und mir gedacht, da gibt es 3 Songs, die würden sehr gut zu dir und mir passen. Wir werden jetzt gemeinsam was covern.
Hier ist dein Dartpfeil. Muss ich das im Sitzen machen? Ja, ich würde es probieren. Einfach so über die Lampe drüber. Okay. Der Ballon, den du erschießt, wird unser gemeinsamer Song. Ha. Oh! Ja. Oh, linker Ballon. Jetzt schauen wir mal, was würdest du gerne singen? Was wäre dein Lieblingssong? Naja, so, ich weiß ja nicht so richtig, was du ausgesucht hast. Ja, ich sag's dir gleich. Wie zufrieden bist du mit Anne-Marie, geschrieben von Ed Sheeran und ihr der Song 2002. Sehr cool. Ja. Ja. Ich mag den auch sehr gerne. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Den gibt's jetzt. Und zuerst von dir deinen eigenen Song Just Fine. Well, like Bonnie and Clyde, at least for a while. When they say all good things must end, why do the bad ones rely? Can say, at least we tried, our worlds just won't collide. But when I look at you now, can't see why we even tried. You think you left me in pieces, you left me to whine. It's nice that you're asking, but I'm doing just fine. I ran through the dark in hopes of seeing the light. I heard you've been talking, but I'm doing just fine. Saying I'm crying my eyes out every night after night. Hate to disappoint, but I've been doing just fine. Fine, fine. Yeah, yeah, I've been doing fine. You think you left me in pieces, you left me to whine. It's nice that you're asking, but I'm doing just fine. See, there's no one like you that I'll ever find. Yeah, right. I ran through the dark in hopes of seeing the light. I heard you've been talking, but I've been doing just fine. Geil. Geil. Sehr, sehr cool. Riesengroßer Ohrwurm. Wunderschöner danke. Song. Freut mich. Danke dir fürs Dabeisein, Felicia. Ich sag danke. Alles Gute für dich. Wir müssen noch die Band vorstellen, die fantastische. Das ist an der Gitarre der Lukas Hillebrand. Und am Keyboard Johannes Römer. Und wir sind jetzt Ed Sheeran und Anne-Marie, 2002. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And even just like this, no, it's never been better than the summer of 2002. Ooh. Dancing on the wood in the middle of the woods on an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, said, oops, I got 99 promise singing ba ba ba. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, baby, hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the day that we were young, singing at the top of both our lungs. Now we're round at a curve. Fast forward to 18, we are more than just lovers. Yeah, we are all we need when we're holding each other. I'm taken back to 2002. Ooh. Dancing on the wood in the middle of the woods on an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, said, oops, I got 99 promise singing ba ba ba. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the day when we were young, singing at the top of both our lungs on the day we fell in love.